Moin, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wollte euch kurz was erzählen, was mir gestern passiert ist. Wir waren mit der Familie in Bochum bei Schwiegereltern zu Besuch und in Bochum gibt es eine Bank, GLS Bank heißt sie. Die bietet einen Triple Charger an und drei 22 kW Ladestationen. Super. Da schließe ich mich gerne an, wenn ich dort bin. Die rechnen auch Kilowattstunden genau ab, sehr fair. Man kann die Säule allerdings nur mit einer Girokarte mit RFID-Chip freischalten, also nicht mit anderen Ladekarten, leider. Jedenfalls funktioniert es dann super. Das Geld wird einem sofort vom Konto abgebucht. Man bekommt auch eine Rechnung, alles klar. Jedenfalls gestern wollte ich mich dann mit meinem Shademo-Adapter an den Triple Charger anschließen. Leider ist ja mein Shademo-Adapter irgendwie ein bisschen zickig in letzter Zeit und verweigerte den Dienst. Dachte ich, na gut, okay, dann gehe ich halt an einen normalen AC-Lader, 11 kW für mich, und habe dann den Adapter aus dem Tesla gezogen und wollte dann den Shademo-Stecker von dem Triple Charger aus dem Shademo-Adapter ziehen. Da ist ja in dem Stecker meistens so ein Druckknopf oder so ein Schiebeknopf und dann kann man die Verriegelung lösen. Ja, bei dem Stecker blockierte die allerdings und ich kriegte den Stecker nicht mehr raus. Aber seht selbst. So, das hier ist so ein bisschen der Super-GAU. Ich bin jetzt hier bei der GLS Bank in Bochum, weil wir einen Verwandtenbesuch machen heute. An sich eine super Ladestation. Die haben hier drei 22 kW Dual Charger und einen Triple Charger mit Shademo Adapter. Dachte ich, kann ich mit meinem Tesla wunderbar schnell laden. Das Dumme ist, dass erstens der Shademo-Adapter bei mir wieder rumgezickt hat und nicht laden wollte. Und zweitens kriege ich jetzt diesen Shademo-Stecker nicht mehr aus dem Adapter. Der ist irgendwie rot, verriegelt und der Taster lässt sich nicht reindrücken, sodass ich nichts machen kann. Nein, der Adapter ist jetzt nicht ganz ohne, der kostet ja ein bisschen was, aber ich muss jetzt losfahren und es gibt keine Service-Nummer, es gibt nur eine E-Mail-Adresse, da antwortet heute am Sonntag natürlich keiner. Das heißt, ich werde heute Abend eine E-Mail schreiben und den Stecker hinter die Ladesäule tun, einen Zettel dran mit meiner Telefonnummer und ich hoffe, dass wir diesen Adapter dann irgendwann mal wiedersehen. Drückt mir mit die Daumen. Ich musste dann also den Adapter da lassen. Ich habe dann einen Zettel daneben gelegt mit meiner Adresse und meiner Telefonnummer und habe gehofft, dass sie mich dann benachrichtigen, wenn sie den irgendwann finden. Abkriegen würde ihn ja sowieso keiner. Also geklaut werden könnte er eigentlich nicht, außer die Säule resettet sich über Nacht. Und wo ich dann heute Morgen eine E-Mail schreibe, das war so gegen 20 nach 8, klingelte bei mir zu Hause auch schon das Telefon und die Bank war dran und sagten, sie hätten da einen Adapter von mir gefunden und der würde noch am Stecker hängen. Und sie haben jetzt die Säule rebootet und danach konnte man den Stecker lösen. Was das Problem jetzt genau gewesen ist, konnten sie mir auch nicht sagen. Jedenfalls ist die Säule irgendwie hängen geblieben und dadurch hat sich die Verriegelung nicht mehr lösen lassen. Das ist natürlich ziemlich blöd. Also ich finde, so eine Verriegelung sollte man immer irgendwie auch mechanisch lösen können, selbst wenn die Säule hängt. Das ist vielleicht ein Verbesserungsvorschlag. Jedenfalls, der Service war sehr nett. Sie boten mir noch an, den Stecker in ein Paket zu packen und zurückzuschicken. Das habe ich dann gesagt, ist nicht nötig. Mein Schwiegervater würde den abholen. Und ja, also das war ein kleines Schockerlebnis am Wochenende. Ich hatte schon befürchtet, dass ich den Adapter nicht wiedersehe. Aber toi, 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 es hat gut geklappt. Und ja, eigentlich ist der Service der Bank sehr zu empfehlen. Wenn man ein Problem hat, kümmern die sich sehr schnell drum. Das einzige Problem für den Anwender ist, dass auf den Säulen keine Service-Nummer steht. Der Sachbearbeiter sagte mir dann, es gäbe auf der Säule irgendeinen Hinweis auf eine sowas wie WhatsApp, aber eine andere App, die sei wohl irgendwie besonders abgesichert, über die man dann, wenn man die App runtergeladen hätte, direkt mit einem Service-Mitarbeiter SMS austauschen könnte. Habe ich aber so nicht mitgekriegt. Also ich habe es mir alles durchgelesen da, aber habe ich irgendwie nicht so rausgelesen, dass das damit geht. Auf jeden Fall fürs nächste Mal werde ich mir das merken und wie die App heißt, weiß ich jetzt nicht. Müsste ich mir da halt nochmal durchlesen. Aber falls ihr mal da stranden solltet, kleiner Tipp, ladet euch da die App runter und dann könnt ihr auch mit dem Service SMS austauschen. Wie schnell das geht, weiß ich nicht. Er behauptet zumindest 24/7. Okay, das war mein Erlebnis vom Wochenende und ich hoffe, euch passiert sowas nicht. Das ist ja im Prinzip das, wovor wir alle Angst haben, dass wir in einer Ladesäule stranden. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Ciao!